Moin. Was wir. Ich mach nochmal. Moin, moin bei den Arvingern. Mein Name ist Sven und was ich euch zu zeigen habe, ist eine kleine Sensation. Wir haben aus einer Kassettentoilette eine Kassettentrockentrenntoilette gemacht. Was ist das? Eine Trockentrenntoilette mit Kassette. Jeder kennt sie, die Chemietoilette in den Campern. Und was wir gemacht haben, wir haben aus einer solchen Chemietoilette mit Kassette eine Trockentrenntoilette gemacht. Keine Chemie mehr, kein Wasser mehr und einfach nachhaltig. Seit 3 Jahren nutze ich in meinem selbst ausgebauten MAN eine Trockentrenntoilette. Wunderbar, aber eins nervt mich und hat mich die ganze Zeit genervt. Man muss den Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes durchs Wohnmobil schleppen und durch die Küche und durchs Schlafzimmer. Und das ist scheiße. Und deswegen habe ich eben beides zusammengebaut. Die Kassettentrockentrenntoilette erfunden und wie die aussieht und wie einfach die einzubauen ist. Auch als Umbausatz für eure Chemietoilette. Genau, richtig gehört. Nicht ausbauen, sondern nur umbauen. Wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Das hier ist ein handelsüblicher Tank, so wie wir ihn eben gerade im Camper gesehen haben. Alles in einem, kommt alles rein, flüssig, fest und wird dann hier hinten quasi wieder ausgelassen. Was wir gemacht haben, wir haben daraus 2 Tanks gemacht. Einmal vorne vor, einfach nur offen, da kommt das Feste rein, fällt einfach rein, Schwerkraft hilft. Und auf der anderen Seite ganz hinten Flüssigkeitstank und da wird das Flüssige über den Schlauch eingeführt. Das hier ist ein Ersatzteil für die Z4-Toilette. So sieht man auch, es ist halt einfach nur eine Schüssel, ein Loch. Da kommt beides halt rein. Oben noch mit Wasser bei der Trockentrenntoilette. Die haben wir hier jetzt mal aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Die sieht eben anders aus. Eine Öffnung und ein Trichter. Und vorne in dem Trichter der Anschluss für den Schlauch, um den dann wiederum an den Tank, an den hinteren Teil des Tanks anzuschließen. Deckel und Sitz haben wir schon mal abgemacht. Was wir jetzt zeigen, ist gleich, wie wir diese Bowl abbauen und ein solches hübsches Inlay für die Kassettentrockentrenntoilette einbauen. Dafür nehmen wir als allererstes die Kassette raus. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Wie in guten Kochsendungen auch, ich habe mal was vorbereitet. Das rauszubauen, machen wir irgendwann im Tutorial, wenn es dann wirklich um den Ein- und Ausbau geht. Was jetzt weg muss, sind Klipse, damit wir den Bowl rauskriegen. Und 6 Schrauben lösen. Und sollte eine der 6 Schrauben nicht sichtbar sein oder hinter dem Schließmechanismus versteckt sein, kann man diese ganze Kiste auch so weit drehen, dass man dann dort rankommt. Jetzt kommt der Austausch. Unseren Sitz verbinden wir jetzt mit dem Schlauch. Das ist der Schlauch, den wir vorher ausgebaut haben. Der Wasserschlauch, den kann man jetzt hier nochmal benutzen. Und dann einmal durch die Öffnung, 3 Klicks, Urinschlauch hinten dran. Und so bauen wir das Ganze jetzt wieder ein. Wir verheiraten jetzt die Kloschüssel mit dem Klo. Und schauen, dass das hier wunderbar drauf passt. Und es sieht einfach gut aus. Jetzt noch festschrauben und testen. 2 Schrauben, ein Teil. Und das muss da rein. Und bei 2 Stunden Umbauzeit. Aber meine Z-Fort ist noch da. Dafür ist jetzt aber eine Kassettentrockentrenntoilette. Ich brauche kein Wasser mehr, keine Chemie mehr. Das ist wunderbar. Die nächste, die wir in Angriff nehmen, ist die CS228 aus dem Gran Canaria. Ja. Alle diejenigen, die so ein Fahrzeug fahren, können sich ja gerne mal bei mir melden. Besonderer Dank an die Campervermietung Hamburg, die heute richtig Gas gegeben haben und mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder auch, was ihr generell darüber denkt, eine Chemietoilette zur Trockentoilette umzubauen, gerne in die Kommentare.